Heart broken and bruised, check emotional cues. Read the body language, said that she ain't spoken to dude. They were fucking in March, found out she pregnant in May. When she told him the news, she couldn't beg him to stay. You see, panicked and dipped, knew it was his but he lied. He had a main girl, she was just a chick on his side. And now she's stuck with a baby, she only 20 and change. All her friends are in college, she feel alone and ashamed. She trying to hold in the pain, act like everything's sweet. After money for rent, she's scraping pennies to eat. Her mama out of the picture, her dad will help when he can. He on and off of the bottle, he been through hell for the fam. She got a brother in jail, another brother that died. He had cancer at 12, it really fucked up her mind. See, they were kids at the time, but she ain't feel like a kid. Cause all the shit that she dealt with, it really didn't align. It's heavy stress for the rest of the week. Antidepressants to sleep, sadly just scratching the surface. Know that the rest of it's deep. Cold heart, cold heart. She was left for nothing but a cold heart. Stuck inside a house, couldn't go far. Ja, hello und welcome back zu einem weiteren Teil hier vom Umbau der Lowrider ST. Moin. Und heute geht es weiter. Ein bisschen ist schon passiert. Vielleicht sagt der Tim mal, was passiert ist. Was ist passiert? Vorderrad ist drin, mit den schönen großen Thunderbike-Bremsscheiben. Bremszahnadapter, damit wir die großen Scheiben fahren können. Neuer Reifen, der Triple Eight, richtig geil. Freue ich mich auch. Schöner Reifen. Optisch natürlich eine 1 mit den Felgen. Ja, also finde ich auch ein ansprechendes auch Profilmuster. Ne? Geil. Ja, echt geil. Sieht nach Performance aus. Ja, Reiser mit Lenker. Noch nicht ganz fertig, da müssen wir uns noch um die Bremsleitung kümmern, um den Kupplungszug und so. Aber ist nicht Thema für heute. Heute kümmern wir uns um dein Hinterrad. Da natürlich auch so schön. Ne? Und die Jacke. Cool. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wird nochmal den Look und dann auch die Silhouette. Ja, dann ist ja optisch schon bis auf Lack bis fertig. Ja. Ich denke, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wie ihr das so findet mit den großen Rädern. Hier sieht man das natürlich jetzt wirklich deutlich. Ja, das originale Rad in Bronze, was auch mega schön war, also hätte mir auch gut gefallen. Räder? Ja. An sich. Wollte ich gerade sagen, ja. Aber geht wir haben... Geht halt noch geiler. Ja, geht halt noch nur mal geiler. Genau, könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das findet mit dem großen Vorderrad. Das am Ende der Sendung sieht man ja, wie das mit dem neuen Hinterrad aussieht. Und bis jetzt kann ich nur sagen, also alles, was wir so vorher besprochen und geplant haben, bestätigt sich zunehmend. Ne? Ja. Ja, dann springen wir mal rein. Machen wir uns. Hier mein Gast. Ja, Clubstyle ist ja in aller Munde und wir bauen ja gerade das Glatzo Mobil aus für den Glatzo. Eine spezielle Lowrider ST und in dem Zuge möchten wir euch mal die Reiser vorstellen, die wir extra für diese Modellreihe gebaut haben.
Einmal für die normale Lowrider ST mit dem kleinen Digitaltacho und für die Lowrider S mit dem jetzt runden Tacho ab diesem Jahr. Auch dafür haben wir einen Reiser entwickelt und haben zwei verschiedene Höhen. Einmal 9 Zoll, so wie bei den goldenen Varianten hier. Einmal 7 Zoll gezeigt. Und ja, die Dinger sehen nicht nur cool aus und machen eine schöne Lenkerposition, sondern die haben auch ein paar technische und optische Vorteile. Vielleicht sagt der Thema was dazu, der hat ja schon ein paar Mal verbaut. Habe ich schon mal verbaut. So, einmal, wie Thomas schon erwähnt hat, die verschiedenen Tachos. Hier einmal wie beim Glatzo Mobil mit dem Digitaltacho. Ich meine, da können wir gleich nochmal einblenden. Hier in meinen Händen habe ich jetzt mal die Variante mit dem runden Tacho. Ganz geil, wie ihr eigentlich auch von unseren Reisern kennt, mit Kabeldurchführung. Ich ziehe einfach mal hier raus. Heißt also, die Kabel werden durch die Reiser geführt. Ja. Und wir haben hier noch eine kleine Zusatzinformation, ein Upgrade. Die Reiser gibt es einmal für die großen Lenkeraufnahmen, 1,25 Zoll, und aber auch für die ganz normalen zölligen Lenkeraufnahmen. Und ein kleines Highlight, was wir gemacht haben, man kann den runden, analog aussehenden Digitaltacho sowohl nach oben als auch nach unten montieren. Da gibt natürlich sehr viel Flexibilität für die Verkleidungen, die verschieden verfügbar sind für die Modelle. Und man kann sich seinen persönlichen Style machen und die Reiser so montieren, wie man es gerne hätte. Es gibt die Reiser auch ganz ohne Tachoaufnahme für die Modelle, die die Tacho- und Drehzahlaufnahme in dem Tank haben. Und so ist man super flexibel und kann die eigentlich an jedes Fahrzeug montieren. So, für weitere Informationen schaut euch gerne nochmal in unserem Online-Shop um. Da sind alle Sachen abgebildet und ordentlich beschrieben und auch mit Anbaubeispielen bebildert. Und da kann sich jeder das passende Teil raussuchen. Hier haben wir extra Fräsungen gemacht für das Tachokabel, das sieht man hier auch. Das heißt, das Tachokabel läuft auch mit durch den Reiser durch und gibt dann hier natürlich eine schöne, cleane Optik, ohne die langen Kabel in der Mitte. Ja, wird ja bei der Lowrider S, wie hier, haben wir die Kabel noch original in der Mitte von den Reisern gelassen, wird bei dem Motorrad von der Lampenmaske ein bisschen kaschiert. Ist trotzdem schöner, wenn es durch die Reiser geht, ja, weil die ganzen Kabel dann auch nicht mehr sichtbar sind. Ist ein kleines bisschen mehr Aufwand, aber mit einem super Ergebnis. Ja. Clean Optik, hast du gerade schon gesagt. Genau. Und ja, je nachdem, welche Lenker-Reiser-Kombination verbaut ist, muss man natürlich die Kabel verlängern und gegebenenfalls Bremsleit- und Kupplungszug ändern. Genau. Aber ich denke, das rechtfertigt den Aufwand, weil, wie man hier sieht, Serienmotorrad mit den neuen Reisern macht schon richtig viel aus. Aber in Verbindung mit einem anderen Lenker wird es ein richtig cooler, ja, Klappseilumbau. Mega gut. Heute bin ich zu Besuch beim Jimmy im Atelier. Willkommen. Und ja, einige von euch kennen den Jimmy ja, entweder schon vielleicht privat oder, also die Arbeiten von Spirit Leather aus der Szene sollte auf jeden Fall jeder mal angetroffen haben. Ob Tasche, Sattel, Portemonnaie, also ja, wir haben auch schon in der Vergangenheit schon viel zusammen gemacht, gerade so, ich sag mal, für den Lifestyle-Bereich, ja, für deinen Kanal, ne? Ja, da sind immer schöne Fotos entstanden. Sehr schöne Fotos und waren auch immer sehr schöne Begegnungen und, oh ja, Momente, die wir, ja, da eigentlich, ja, erlebt haben. Ja. Ne? Die kann man gar nicht so richtig auf Bildern rüberbringen, was dahinter noch alles passiert ist. Mhm. Ne? Genau, und trotzdem finde ich, transportiert das ja was. Also, wenn ich an die erste Begegnung denke, wo ich hier hingekommen bin, also, ja, manche, ja,
die schon länger in der Szene unterwegs sind, kennen sicherlich noch Lorenzo Lamas von Renegade. Und, kennen den gut. Genau. Es geht, ja, aber um das so zu beschreiben, weil es ging nicht nur um dein Äußeres, was mich damals so fasziniert hat, wo ich das erste Mal hier war, sondern die Räumlichkeiten. Also ich habe gedacht, so ein Stil habe ich noch nicht gesehen. Und diesen Mut und so diese Einzigartigkeit, die das so für mich ausgestrahlt hat, wo ich gedacht habe, jemand macht das wirklich, was ihm gefällt und folgt keinem Konzept, keinem Designstudio, sondern das, also diese Echtheit mich so überzeugt. Also, ja, wir machen einfach. Ne? Wir machen einfach und heute werden wir auch einen Blick hinter den Kulissen gewähren. Und da gibt es im Prinzip auch kein richtiges Konzept. Mhm. Es wird gemacht, wir haben eine Richtung. Wir wissen auf jeden Fall, was zu tun ist. Die Mission ist klar. Mhm. Glatzmobil bekommt den Sattel. Und da werden wir jetzt auch so rangehen, wie wir immer rangegangen sind. Zeigen, was wir für Glatzo vorbereitet haben. Das ist die Skizze, der Entwurf, eine grobe Studie, eine Richtung. Also ich weiß, dass dem Glatzo das schon zusagt. Ne? Das ist schon mal eine sehr interessante Richtung, weil sie ist sportlich, Race Design. Wir haben trotzdem aber alles nicht zu kantig, nicht zu eckig, sondern wir haben noch etwas Flow mit reingebracht. Und ja. Das ist halt die Formsprache, ne? Den Rest können wir ja auf jeden Fall in der Werkstatt selbst sehen. Da haben wir nämlich das Grobe vorbereitet, Schaumstoff an sich. Dann ab dafür. Weiter geht's. In die Werkstatt selbst. In unsere Küche, nenne ich sie, weil da wird heiß gekocht. Und dann werden wir sehen, wie es aussieht, wenn der Schaumstoff gerade fertig ist. Was man hier gut erkennt, sind die einzelnen Segmente. Die wir jetzt auf der Zeichnung hatten, haben wir jetzt auf den Schaumstoff übertragen. Basiert auf einer Settleman-Sitzbank, Club-Style. Die haben wir jetzt modifiziert, haben die schlanker gemacht, formschöner, haben trotzdem den Charakter behalten. Ja, und es wird auf jeden Fall eine interessante Linie auf dem Bike geben. Vor allem, weil man hat beides. Man hat auf jeden Fall die Länge, man hat den Komfort, man hat Rückhalt. Und ja, man sieht, wie die ganzen Unterteilungen das Ganze noch dynamischer gestalten und man hat dazu jetzt die jeweiligen Schnittmuster. Das ist nämlich das Rezept. Ne, deswegen, das ist unsere Küche und das sind unsere Rezepte. Mhm. Und hier haben wir Settlement Basis. Wie gesagt, die Basis ist super. Und dann halt Modifikation, Glatzomobil. Mhm. Ne? Oder wie der David sagen würde, Glatzomobile. Glatzomobile, genau. Interessant zu sagen ist, dass dieses Rezept wird nur einmal verwendet werden. Also Glatzo Mobile wird das so nur einmal geben. Einmal wird das Rezept benutzt, danach kommt das in unseren Tresor und dann ist das geregelt. Ein sehr besonderes Teil. Hier werden wir Glatzo geprägt haben. Oder vielleicht sogar etwas besser ist als die Prägung. Ja, da wird der Herr Krämer zuständig sein. Er wird uns mit einer sehr guten Arbeit beliefern, wie in den letzten 7 Jahren. Und zwar mit einem Prägewerkzeug, was genau das erzeugen wird, was wir uns vorstellen. Und dieses Segment, was dann aus Leder, aus einem feinen Nappa-Leder geschnitten wird, kommt hier entlang, wie man sehen kann.
Sieht fantastisch aus. Ja. Boah. Und ganz klar. Please don't touch. Boah. Die Form. Ja, also die Form. Form vollendet, würde ich sagen. Ich bin sehr begeistert. Vor allen Dingen wird das die Linie des Bikes nochmal verschärfen. Mhm. So wie der Andreas immer so schön sagt. Ja, genau. Richtig. Eine verschärfte Form. Eine verschärfte Form, ja. Ja. Richtig gut. Ja. Und ich werde richtig gut sitzen. Wir legen die ja nicht tiefer, die bleibt ja in der Originalhöhe. Richtig. Und ja, kommen dann, glaube ich, ein kleines Stück tiefer, kann das sein? Du kommst tiefer. Die originale Sitzhöhe wäre ungefähr hier. Grandios, ey. Ne? Oh. Und die originale Bank macht dann quasi einen sehr großen Bogen und geht hier hoch. Das heißt, du hast auch jetzt die Beinfreiheit. Mhm. Also der typische Club-Style ist immer noch da. Mhm. Allerdings eher im Lowrider. Mhm. Style. Das ist eine Mischung. Ist Club-Style, ganz klar, aber eher Lowrider. Mhm. Und das schaffst du halt nur mit einer flachen Geschichte. Und hier sind wir bei Null. Also hier sind wir schon, hier ist die Pfanne, also jetzt fast gar kein Schaumstoff. So bei Null beginnt, dass du die Linie vom Tank mit schön aufnimmst. Und hier kommen wir progressiv immer höher, höher, höher. Und haben auch nicht die harte Kante drin, nicht die Stufe. Die haben wir weggenommen. Wir haben das leicht, ja, der Kommando. Ja, den werdet ihr auch noch kennenlernen. Mhm. Der würde sagen, versüßt. Die haben sich versüßt. Ne? Und dann gehen wir vom Süße wieder in Scharfe rein. Der perforierte Bereich, wo das Gold durchschimmern wird. Es kann sein, dass wir die doppelt absteppen, damit die Steppung noch massiver zur Geltung kommt. Das wird quasi, ne? Mhm. Wie bei einem Sixpack, es wird einfach richtig dominant. Aber ich will nicht so viele Geheimnisse verraten. Ich glaube, das wird grandios, ja. Es ist schön. Wenn man das jetzt schon so sieht, dann ist man siegesicher. Man weiß, alles klar, das wird Wahnsinn. Und wenn man das schon im Gefühl hat, macht das umso mehr Freude. Ja, Leute, da fehlen einem so ein bisschen die Worte. Und ja, wenn das alles hier Realität wird, da ist das mehr als nur ein Bike. Ja. Dann können wir heute auf jeden Fall nochmal zum Griechen. Ja, eine Kleinigkeit essen gehen. Eine Kleinigkeit. Ja. Umso besser der Sattel geformt ist, umso klarer ist das Feedback, was du bekommst vom Bike und von der Straße. Ne? Das ist das, was dich und Bike und dem und das Bike verbindet. Das ist Verbindung, ja. Mhm. Und die ist wichtig. Nicht nur aus ästhetischer Sicht, es muss natürlich gut aussehen. Wird vieles sehen, alles klar, Zeichnung, Idee, Komponenten, das macht alles einen Sinn. Das ist ein integrales System. Und ja, das gucken wir uns heute auf jeden Fall genau an. Cool.
Heute haben wir noch zu Besuch Herr Krämer und Herr Kommando. Ne? Und wie ihr seht, haben wir es geschafft, für Glatzow den Sattel zu bauen, zu vollenden. Und es gibt auf jeden Fall einiges zu erzählen. Wir werden allerdings nicht alles euch verraten, sondern ein paar sehr wichtige Details. Und wenn wir zu den Details kommen, die Prägungen. Der Herr Krämer ist unser Haus- und Hofgraveur. Er liefert, kreiert und entwirft die Prägestempel, was wir später ins Leder formen. Ja. Ich hatte die große Ehre, dass ich bei dem Projekt mit den Glatzow beteiligt sein durfte und ich die Prägestempel gebaut habe. Die Prägestempel sind nach einem neuen Schema gebaut worden, beziehungsweise diese lineare Struktur, die wir in den Untergrund einbringen, ist so zum allerersten Mal passiert. Ja, stimmt. Dieses Projekt habe ich damals mit dem Jimmy besprochen. Er hatte selbst auch Bock drauf. Wir wussten noch nicht ganz, wie die Erarbeitung am Ende aussehen wird. Aber ich finde, dass das Ergebnis uns sehr, sehr gut gelungen ist. Dafür, dass es eine komplett neue Technik und Variante ist und so gesehen dem Sattel einen gewissen Flow und eine gewisse Struktur verleiht. Richtig. Richtig. Die Schwierigkeit ist ja so, dass man den Prägestempel, man entwirft den Prägestempel, man muss schauen, welche Tiefe will man erreichen, welche Qualität, welche Beschaffenheit hat das zu prägende Leder. Und dann muss man schauen, alles klar, welches Ergebnis wollen wir erzielen und wie? Wie viel Druck brauchen wir? Brauchen wir Hitze dazu? Ja, und das benötigt natürlich ein paar Tests. Das kommt nicht, das geht nicht von heute auf morgen. Und wir machen das schon seit ein paar Jahren mit der Krämer zusammen. Und das ist jetzt eins, ja, wie soll man das sagen? Einer der besten. Der neueren Highlights für die Zukunft, richtig, auch, richtig. Würde ich sagen. Du hast auf den Punkt gebracht. Genau das ist es. Ja. Und Herr Kommando, vielleicht wollen Sie noch was zum Ecstasy of Gold sagen. Ja. Weil wenn man genauer hinguckt, das ist auch das Schöne, man sieht das nicht sofort. Allerdings sieht man, wenn man durch das perforierte Leder schaut, etwas durchschimmern. Das ist ja auch das Thema vom Glatzow-Mobil, Ecstasy of Gold. Und das Gold ist ja meistens versteckt, ja, und nicht sofort zu finden. Ja. Es ist ne? Und genau hier, der sucht, der wird finden. Das sieht man, je nachdem, wie das Licht auf das Leder fällt, sieht man das Gold durchschimmern. Ja, diskret, ist elegant. Wow, ist diskret, ja. Kommando hat den Untergrund so gelegt, dass es genau durchschimmert. Und interessant ist, das Gold ist auch Leder. Ja, natürlich. Ja? Beides Leder. Beides Leder. Genau. Weil im Prozess, wir brauchen Temperatur zu formen auf dem Schaumstoff. Und alle anderen Material ist nicht gut, wenn die heiße Luft bekommen. Mhm. Ist kaputt. Verstanden. Nur die Leder ist okay. Und geeignet für diese Arbeit. Das heißt, wenn wir jetzt Goldfolie nehmen würden, würde das nicht funktionieren. Es wäre zu dünn. Natürlich. Es würde reißen. Es würde, ja, ja. Ne? Es muss genauso eine gute Qualität, also genau die gleiche Qualität sein, natürlich, wie auch das Oberleder. Man kann aber auch nicht einfach irgendein Metall nehmen oder so, nein, nein, da es natürlich auch flexibel bleiben muss. Nein. Das heißt, man kann nicht einfach einen Metallstrang oder irgendwas darunter legen. Nein, wir haben im Prinzip drei Leder, die sichtbar sind. Sofort. Und zwar einmal ein sehr starkes Vollleder an der Seite, Nappa, könnte man dazu sagen, ein richtiges Nubuk, also ein echtes Nubuk, und in der Mitte das perforierte Glattleder. Und darunter nochmal ein Glattleder, allerdings von der Gerberei so hergerichtet, dass es oben golden schimmert. Interessant. Die Garne, kann man auch was dazu sagen, das sind zwei verschiedene Stärken. Wir verwenden Kupfergarne, ist eine Traditionsspinnerei. Und da kann man natürlich auch ein bisschen spielen mit den Farben. Wir haben ein Gold, leicht golden schimmerndes Garn. Wir haben das Anthrazite Garn. Und der Rest sind alle schwarz. Komplett black. Im Prinzip ein dunkler Sattel, aber genau da hat man die Highlights gesetzt, wo die auch sein sollten. Er hat schimmernde helle Momente. Ja,
Richtig. Ecstasy of Gold. Ja, yep. Genau. Auf den Punkt gebracht. Ja, es gibt auf jeden Fall viel zu sagen. Man kann ein ganz Buch schreiben. Was auf jeden Fall schön ist, ist, dass es jetzt vollendet ist. Und es, ja, wir können es kaum erwarten, es auf, ne, dem Bike zu sehen, da wo es hingehört. Das Bike an dem Sattel zu sehen. Ja. Ja. Tausend Dank euch. Sehr gerne. Danke. Vielen Dank. Heute hier beim Chico. Mhm. Ist sicherlich einer der entscheidendsten Tage, beziehungsweise die beiden Tage, die wir hier zusammen verbracht haben. Wie man unschwer erkennen kann, es geht natürlich um den Lack. Und ich glaube, das ist ja gerade bei dem Motorrad das Auffälligste zu den Rädern. Und ihr könnt jetzt schon sehen, also ein Teil der Oberfläche ist ein goldenes Champagner geworden. Richtig, wir haben ordentlich Gas gegeben, wir haben mehrere Töne verwendet, Metallic-Töne, Raltöne, Unitöne, um da ein bisschen mit coolen Effekten das Moped noch schöner zu machen. Cool. Ja, was ihr gleich sehen werdet, wir werden dann gleich auch nochmal entpacken, das können wir dann drüber legen, ist die Abstufung, die du da mit eingebaut hast, also mit diesem Grau, was dann so nochmal verläuft in sich selbst. Genau, wir haben mehrere Schichten übereinander hier abgeklebt und gemacht und getan, damit, jetzt sieht man nicht viel, außer Papier und ein bisschen Gold, aber wenn wir das Ding nachher auspacken, dann sieht man die ganze Pracht. Mhm. Cool. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Wenn wir einmal nochmal am Anfang anfangen, also du hast quasi eine Grundierung ja am Anfang aufgetragen. Genau, ich hatte die Teile schon vorbereitet und hatte die schwarz glänzend vorlackiert, damit wir quasi einen Untergrund haben, auf dem wir dann mit den weiteren Farben aufbauen. Genau, da wir ja noch unschlüssig waren, was für Farben und wie wir es machen. Während des Prozesses habe ich dich ja hierher eingeladen, dass wir das Projekt quasi zusammen machen und du im Prozess dabei bist und quasi mitentscheiden kannst, welche Farbe und wie kleben wir ab. Danke. Das hat auch sehr gut funktioniert und ich denke, das Endergebnis wird hoffentlich dir und allen anderen auch gefallen. In erster Linie muss es ja dir gefallen. Cool. Genau, das hat der Chico die ganze Zeit eigentlich auch immer wiederholt, dass es ihm wichtig ist, dass wirklich der Kunde zufrieden ist und dass darauf eigentlich der größte Wert gelegt wird. Deswegen, habe ich auch gehört, sollte man auch nicht seine Kollegen um Rat fragen. Nee, am besten selber entscheiden und nicht irgendwelche Bilder der halbfertigen Lackierung an seine 10 Kumpels in die Gruppe schicken und sagen, was meint ihr denn dazu? Weil dann haben wir nachher nur einen Salat und keiner weiß Bescheid. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall auch so gut ausgegangen für mich, also auch mit dem Goldton. Ich war ja erst ein bisschen unsicher, ob das nicht... Gestern waren wir noch bei Silber. Gestern waren wir noch bei Silber, dann war noch mal hin und her und dann war eben hier bei diesem Goldton, sag ich mal, gefühlt für mich ein Rotstich dabei, aber der hat sich jetzt, wie du mir ja vorher schon gesagt hast, ganz anders präsentiert, wenn er quasi auf der Oberfläche aufgetragen worden ist. Ne? Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, und nach dem Grundieren war dann quasi erst abkleben, also für diese Grundform hast du ja so eine Linierung gezogen. Genau, wir haben quasi zwischengeschliffen, damit der Lack auch Haftung hat und haben dann angefangen abkleben. Mit dem Linierband haben uns so langsam vorwärts getestet, welche Formen in Frage kommen und was könnte gut aussehen. Erstmal so ganz grob und als wir die Richtung hatten, dann haben wir die Sache ein bisschen detailliert abgeklebt und
haben da einen ganz guten Weg gefunden, finde ich. Mhm. Finde ich auch. Was ich sehr interessant dabei fand, war, dass du im Vorfeld auch gesagt hast, ja, also die Maske oder die Formteile bieten ja selber schon viele Kanten. Und man könnte jetzt, sag mal, einfach den Kanten immer nur folgen. Mhm. Oder eben, wir nehmen die an, aber legen trotzdem nochmal ein eigenes Design. Habe ich da so richtig erklärt drauf? Genau, es gibt ja verschiedene Arten von Lackierungen. Manche lackieren da kreuz und quer drüber, was dann natürlich die ganzen Formen der Teile irgendwie ein bisschen schluckt, weil man dann von beidem halt, man sieht nur Farbe und Linien, aber die Kanten sind halt nicht so richtig betont. Und wir haben schon versucht, quasi der Form den Teilen zu folgen, dann aber in den Feldern noch mal ein bisschen dagegen zu wirken. Somit, glaube ich, haben wir einen ganz guten Mix von ein bisschen klassischer Art, dass man den Kanten folgt und doch ein bisschen modern mit Zacken und so weiter, ne? Wird man nachher sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Gerade mit dem Schwarz, wo du ja sagtest, dass das auch auf dem schwarzen Untergrund, also auf dem schwarzen Motorrad in dem Sinne. Genau, das Bike ist recht dunkel, von daher finde ich es halt immer schöner, wenn quasi die Außenbereiche vom Lack schwarz sind. Somit hat es ein bisschen Fliesenübergang in Rahmen und zu den anderen Anbauteilen, wie wenn wir jetzt einfach hier alles farbig lackieren, dann habe ich immer Angst, das Ding sieht aus wie ein draufgestecktes Teil und wir versuchen es ja zu machen, dass es alles aussieht wie aus einem Guss. Sehr schön. Das finde ich, kann man auch bei deinen Arbeiten mehr als gut sehen. Gerade auch, ob das die Chicanos sind oder auch die Razer, die ja auch einen großen Schwarzanteil haben. Ja. Aber ich finde das sehr gelungen. Dann eben mit den Farbfeldern betont quasi an den richtigen Stellen. Genau, 2-3 Farben, mehr sind es ja nie bei den Razer-Projekten. Mhm. Aber das ist meistens auch schon ausreichend. Wenn man es gut platziert und es vom Design her passt, dann muss man da nicht 20 Farben nehmen, um das Ding gut aussehen zu lassen. Ja, verstanden. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal schön gewesen, das so mitzuerleben. Und der nächste Schritt war dann, nachdem du die Linien abgeklebt, also die Grundform festgelegt hast, hast du nochmal ein inneres Feld dann. Genau, wir haben auf das Schwarz als erstes grau lackiert, hatten das nochmal ein bisschen bearbeitet mit einem leichten Fading. Darauf haben wir dann nochmal abgeklebt, haben den Goldton lackiert. Da kommt jetzt auch noch ein bisschen was dazu. Ja, dann kommt noch mal ein Zwischenklarlack mit Schliff und so weiter. Dann machen wir noch Blattsilber und Pinstripe-Linien. Mhm. Also eine klassische Linierung, die das Blattsilber einfasst. Und da haben wir alles drin, was man braucht. Cool. Mhm. Man kann jetzt sagen, wir haben gestern und heute, also an 2 Tagen ungefähr, 1,5 Tage kann man das benennen. Also ist schon ja, ein großer Aufwand, ne? Auch gerade bei so vielen. Genau, wir sind ausschließlich an dem Projekt gewesen und haben angefangen, erstmal einen Weg zu finden, in welche Richtung es geht. Und dann folgen die weiteren Arbeitsschritte, abkleben, nachmessen, zukleben, auflackieren, abkleben, hin herum und dann geht es, ne? Geht das. Mhm. Ja, ich kann an dieser Stelle nur schon mal sagen, wir werden gleich nochmal unten die Lackbeispiele vielleicht angucken, kann man nochmal zeigen. Genau. Was du so für Möglichkeiten hast. Also, ich finde das immer sehr interessant, gerade, sag mal, wenn man, gut, ich beschäftige mich jetzt auch durch meinen Job mehr damit, aber wenn man so von außen auch kommt, erstmal die Bandbreite. Man sieht viele Bilder, aber das, ich sag mal, salopp gesagt, erstmal zu entschlüsseln, was wurde überhaupt an dem, also ich habe eben gesehen, die Flakes fand ich sehr interessant, also Hologramm-Flakes oder nur silberne Flakes, das erstmal zu entschlüsseln, was ist eigentlich los? Und du sagst immer, das fällt mir noch dazu ein, mit Bildern auch immer Vorsicht, je nachdem, wie viel Filter der Fotograf richtig, ne? Viele Kunden kommen immer her und sagen, ja, guck mal, ich will genau den Farbton haben und dann sehe ich halt schon, dass da der Fotograf mehrere Filter drüber gelegt hat oder unter einem besonderen Licht fotografiert hat und das kommt meistens auf Bildern und die Realität, das sind immer zweierlei, das muss man immer ein bisschen bedenken, dass es da Unterschiede gibt, ne? Und Instagram und alle coolen Sachen, die es da gibt, die verändern alles. Okay, ja, also da nochmal vielleicht. Ja, man muss da ein bisschen entspannt sein und dem Lackierer vertrauen. Ja. Also kann ich jetzt nach den beiden Tagen auf jeden Fall nochmal mehr unterschreiben. Ja. Wir haben ja schon ein oder andere Sachen schon mal zusammen gemacht, aber jetzt so ein großes Projekt. Ja. Na, kann ich dazu nur sagen. Jetzt machen wir erstmal hier den Cut. Das heißt, wir zeigen jetzt einmal, wie wir vorne sind. So, jetzt sind wir hier in deinem kleinen Showroom-Atelier, in dem du das zeigen kannst, was du so
ja, für Möglichkeiten hast. Ich fand das ganz interessant mit den Flächen. Sollen wir das vielleicht einmal zuerst zeigen, dass die Leute sich das vorstellen können? Genau, es gibt einige Unterschiede. Wir haben hier zum Beispiel Hologrammflakes, die in verschiedenen Farben schimmern. Wir haben normale Flakes in einer gröberen Variante. Es gibt hier feine Flakes, die auch einen schönen Effekt haben. Aber das liegt immer ein bisschen an dem Projekt, was man da für ein Bike baut und was dazu passt. Dementsprechend sollte man das dann quasi vorab mal kurz abklären, was in Frage kommt und was gut aussieht. Mhm. Genau. Okay, und da kannst du natürlich auch beratend wirken. Das gehört dazu. Ja. Genau. Ich glaube, das ist einfach immer nochmal wichtig zu sagen, dass man ja, ich sag mal, wenn man zu jemandem Außergewöhnlichen geht, der, ich sag mal, ein außergewöhnlicher Lackierer ist oder generell ein außergewöhnlicher Künstler, sollte man aus meiner Sicht heraus immer versuchen, schon demjenigen auch den Spielraum zu lassen, dass er sich auch da ganz entfalten kann. Auf jeden Fall, umso mehr Freiheit ich habe, umso besser werden die Projekte natürlich, weil ich dann auch mehr, sag ich mal, Eigeninitiative bringe, wie wenn jetzt einer ganz genau sagt, ich will so, so und so, na, dann ist es ja quasi schon klar, und wenn ich ein bisschen mehr Freiheit habe, dann mache ich auch ein bisschen mehr dran rum und merke, das Projekt macht mehr Spaß und macht, dann kommt meistens das coolere Ergebnis dabei raus. Ne? Würde ich auch so sehen, ich meine, die Erfahrung ist einfach, naja, wie viele Jahre bist du jetzt dabei? Genau, kann ich nicht sagen. Es sind locker über 15 Jahre, wo ich mich in dem Bereich hier bewege. Und ja. Da ist schon ein oder andere Projekt oder der ein oder andere Trend, ne? Auf jeden Fall. Die Stuben verlassen. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, zu den ganzen Flakes gibt es aber auch noch hier Vintage-Lackierungen, wie man hier in der Mitte sieht. Genau, oder hier haben wir quasi eine typische Vintage-Lackierung mit einem bisschen abgenutzten Lack mit Rissen drin in einer unterschiedlichen Oberfläche mit leichtem speckigen Glanz wie matt. Das halt einfach ein bisschen realistisch aussehen lässt und vor allem auch sich realistisch anfühlt. Es ist keine glatte Oberfläche. Man spürt hier die Rostpartikel und Unebenheiten. Was ich halt wichtig finde, wenn man jetzt zum Beispiel ein altes Bike restauriert, das einen gewissen Look haben sollte, dann darf das ja jetzt nicht hier super glatt sein und nur so aussehen. Das muss sich auch so anfühlen. Genau, das gibt es auch noch als Variante. In verschiedenen Formen und Farben und Oberflächen. Genau, quasi ist alles möglich. Ja. Ja, schon cool. Interessant fand ich auch noch hier unten bei den Flakes, also bei den drei Boards, wie sehr eben auch die Farbe sich dann quasi auf das Gesamt-Finish auswirkt. Also du hattest mir das einmal gezeigt mit dem Licht an den blauen Flakes, da ist das, poppt das nicht so raus, wie jetzt zum Beispiel in den Gelben? Genau, ne? Also das ist, sag ich mal, eher ein bisschen zurückhaltender, weil viel dunkle Candyfarbe drüber ist. Hier ist eher ein bisschen heller und die Flakes, durch die Hologrammflakes glitzert es natürlich auch ein bisschen mehr. Ist halt immer individuell, wie der Kunde, was er gerne hätte, ne? Natürlich ist sowas unter einem Neonlicht auch wieder anders, wie wenn man es am Tageslicht dann betrachtet, aber das gehört dazu bei Effektlacken, wie der Name schon sagt, der Effekt ist immer irgendwie unter jedem Licht ein bisschen anders. Dann, ne? Okay, cool. Danke erstmal hier für den Einblick. Gerne. Okay, jetzt haben wir noch hier dein Trike, das empfängt immer die Leute am Eingang. Genau. Kannst du mal ein paar Worte sagen dazu? Also, ich meine, das Trike ist schon bekannt und ich glaube, das bringt man auch unwiderruflich mit dir zusammen. Genau, also mein Kumpel Simon, mit dem haben wir das Projekt zusammen gemacht. Also er hat es gebaut mit meinen und seinen Ideen. Die Lackierung ist für mich genau das, was da drauf gehört. Manche hätten vielleicht mehr erwartet, weil ich ja auch wildere Lackierungen mache. Aber naja, für mich tut es das. Das ist ein kleiner Pearl-Anteilen mit drin, das hat einen gewissen Schimmer in der Sonne, klassische Chopper-Flames, die da drauf gehören. Meiner Meinung nach eine leichte Abstufung hier und dort und ja, somit finde ich das Ding gut gelungen. Mhm. Danke.
heute? Das Ziel erreicht. Mehr als das Ziel. Ne? Mehr als das Ziel. Ich mache jetzt heute noch Klarlack drüber. Einmal als Zwischenschicht. Als nächster Step machen wir da noch ein bisschen Blattsilber rein. Mit einer Farbe, die wir noch nicht verraten. Muss ja spannend bleiben. Ne? Das ist grün, blau oder rot. Vielleicht doch pink. Maybe. Maybe. Dem Künstler überlassen. Ganz genau. Ja. Also was soll ich sagen? Ja. So habe ich mir es nicht vorgestellt. Gut so. Gut so. Ja. Hat natürlich die Erwartungen bei weitem übertroffen. Und also so wie du, ja, ich sag mal, auch so da durchgeführt hast in dem Ablauf, also kann ich nur mehr als Danke sagen. Und ja, nochmal zu dem Durchführen der Sachen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das so ergibt. Also ich habe gedacht, boah, okay, große Flächen, wenig Gold, viel Schwarz. Aber ich wollte doch einen golden, also mit viel Goldanteil Moped haben. Und jetzt am Ende liegen die Teile hier. Und ja, die Proportionen und auch wieder die Übergänge sind ja mehr als hervorragend oder mehr als schön. Ne? So, wenn wir das Ganze jetzt noch mit Blattsilber einfassen, dann haben wir den Final Touch. Und ich denke, das ist ein ganz schönes Bike. Also, ich sehe es ja jetzt so schon gewissermaßen ja vor mir, aber ja, wenn es dann dran ist, dann wird man erst richtig sehen, wohin die Reise dann damit geht. Ne? Genau. Ja. Ja, also, ja. Ich bin gespannt, wenn die Teile dann zu uns kommen, auch der glänzende Teil. Ich habe das eben gesehen, was jetzt hier, ich sag mal, sich noch so matt darstellt auf den Teilen, ist angeschliffen und wir haben gesehen eben, wo die mit Feuchtigkeit oder mit Silikonentferner. Silikonentferner in Berührung kommen, kommt direkt eine glänzende Oberfläche genau, das zustande. Ist quasi wie Klarlack von der Optik her und nochmal zur Kontrolle und ob das alles so ist, wie sein soll. Genau, jetzt haben wir es angeschliffen wegen der Haftung, damit die verschiedenen Farbschichten aufeinander auch heben und es da keine Probleme gibt beim Klebeband abziehen und irgendwie man reißt die Hälfte dann wieder weg von dem, wo wir stundenlang abgeklebt haben. Genau. Ja, radieren ist nicht, also... Ne? Ist nicht. Muss ja passen. Ja, ich kann nur noch mal sagen, vielen Dank, dann kommt jetzt die Zeit des... Gerne. ums Umarmen. Ja. Ja, vielen Dank für alles, für deine Gastfreundschaft auch hier. Gerne geschehen. Ja. Weiteres wird man sehen. Ganz genau, also bleibt noch spannend und... Auf jeden Fall. Ja. Dann schaltet ihr bitte wieder ein, wenn es hier weitergeht mit der Lowrider-Szene. Perfekt. Super.